Wenig Angebot und viel Nachfrage, das lässt ja bekanntlich die Preise in die Höhe schnellen. Zurzeit ist das zum Beispiel bei Butter der Fall. Die Produktion von Milch ist zuletzt zurückgegangen, die Nachfrage aus der Lebensmittelindustrie aber angestiegen. Die Lebensmittelkette Billa des Rewe-Konzerns kündigt bereits erste Lieferengpässe bei Butter an, berichtet Veronika Filitz. Das Billa Milchregal. Und bei der Butter hängt dieser Aushang seit dem Wochenende österreichweit in allen Filialen. Demnach seien Lieferengpässe bei Butter möglich, warnt Billa die Kunden. Der Supermarkt stellt uns das Dokument zur Verfügung. In einer Filiale drehen lässt man uns heute nicht. Auf dem Aushang erklärt Billa weiter, der Rohstoffmarkt habe sich massiv verknappt. Dies sei auf geringere Milchmengen und eine größere Nachfrage zurückzuführen. Engpässe bei der Butter, die Milchverarbeiter sehen die nicht. Ich war selbst im Geschäft und habe auch dieses Schild gesehen, aber gleichzeitig auch ein volles Butterregal. Also auch dort gab es am Wochenende Butter und ich denke, man wird sich auch bei den Einkäufern überlegen müssen, dass man sich entsprechende Mengen auch sichert. Möglicherweise wird das jetzt vielleicht ein bisschen zu anderen Preisen als vielleicht noch vor einem Jahr sein. Mittlerweile rudert aber auch der Rewe-Konzern, zu dem Billa gehört, zurück. Der Aushang sei nur temporär, heißt es auf Nachfrage, werde also wieder entfernt. Und man sieht keine Gefahr, dass es gar keine Butter mehr gibt. Einzelne Sorten könnten aber zeitweise ausverkauft sein.